zu Barbecue aus Franken. Ich bin ja ein Freund des Sous-Vide-Garns. Habe da schon ganz, ganz tolle Gerichte damit gemacht. Und ich meine wirklich, das ist so bei Spargel, bei Fleisch, wie auch immer. Es kommt intensiver dabei raus. Und das möchte ich heute mit einem Hähnchen probieren. Ich habe ein ganzes Hähnchen und das möchte ich heute im Sous-Vide-Bad garen. Vorab werden wir es allerdings ein bisschen marinieren. Lassen es da ein paar Stunden in der Marinade. Dann werden wir es vakuumieren und dann kommt es da rein. Wir brauchen Zutaten für die Marinade und das Hähnchen natürlich, das hole ich jetzt einmal. So, fangen wir mit der Marinade an. Ich habe schon mal drei Zutaten hier in die Schüssel rein. Wir müssen eh alles verrühren. Das ist Tomatenmark, das ist Honig und Senf. Dann habe ich hier Olivenöl, wir werden ein bisschen Salz brauchen, wir werden Pfeffer brauchen. Ich habe hier Balsamico, ob ihr hell oder dunkel nehmt. Ich glaube, das wird wurscht sein. Ich habe hier Rosmarin, in dem Fall getrocknete. Das wird gut passen so. Das müssen wir jetzt eigentlich bloß verrühren. Also alle Zutaten einfach rein. Beim Salz machen wir das natürlich nicht mit dem Schütten. Da geben wir ein bisschen was rein. Und Pfeffer. Alles schön verrühren. Das wird lecker. Und fertig ist die Marinade fürs Hähnchen. Und das holen wir jetzt. Machen wir weiter. Ja, weiter geht's mit unserem Händel. Richtig schönes 1,5 Kilo schweres Biogeflügel. Wunderbar. Das werden wir jetzt einmal zerteilen. So, ich bin ja jemand, der den Butzel nicht mag. Deswegen schneide ich ihn weg. Das gibt es natürlich verschiedene Meinungen drüber. Ich mag den nicht, das ist die Fettdrüse. Und ja, muss man nicht haben. Ich halbiere das Hähnchen jetzt. Ganze von der anderen Seite. So, letzter Schnitt. Und schon haben wir die zwei Hälften. Ich mache jetzt nichts weiter, als dass die beiden Hähnchenteile in meine Vakuumbeutel kommen. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber die Ränder habe ich vorher umgeklappt, damit sie jetzt nicht schmutzig werden und quasi dann später wieder schön dicht halten. Beides drin. Und jetzt kommt unsere Marinade dazu. Also einen Beutel mit dem Hähnchen, etwa die Hälfte der Marinade da rein. Schütteln wir das Ganze ein bisschen und jetzt arbeite ich das einfach so durch, dass überall was von der Marinade ist. Hier hätte man auch vorher das Hähnchen glasieren können und dann in die Folie tun. Aber so, denke ich einmal, geht es am ehesten und am saubersten. Beide Hähnchenteile sind mariniert in den Folien, in den Tüten. Was wir jetzt machen müssen, ein Vakuum ziehen. Das machen wir jetzt in der Küche. Muss ich das Gerät nicht raustragen. Unsere Teile sind in der Küche und ich habe ja ein wenig Flüssigkeit jetzt da drin. Die würde mir das Lavagerät jetzt anziehen. Was ich jetzt mache, es gibt da so einen kleinen Trick. Gibt sowas auch fertig, aber ich mache das immer aus Zebrapapier, also sprich aus Küchenpapier. Schlag mir da quasi in der Breite oder in der guten Breite von der Tüte so ein Band rein und das wird dann verhindern, dass es irgendwelche Flüssigkeiten ansaugt. Deswegen auch ein bisschen die ja, etwas zu große Tüte. Also legen wir das einmal ein, was zu groß ist, wird eingeschlagen. Alles wieder umgeschlagen und jetzt haben wir hier quasi so eine Art ja, Flüssigkeitssperre. Und dann legen wir mal die etwas große Tüte hier ein und verschweißen das bzw. saugen die Luft ab. Und jetzt, glaube ich, sieht man schön den Effekt dieser Sperre. Hier versucht es jetzt quasi durchzukommen, schafft es nicht. Die Seite bleibt trocken und versaut auch nicht das Gerät. Und dieselbe Prozedur ein zweites Mal. Und auch hier sieht man es, klappt es wirklich richtig gut. Die zwei Kandidaten, oder beziehungsweise der eine Kandidat, der halbiert wurde, die sind jetzt fertig eingeschweißt und gehen jetzt in den Kühlschrank für ja, 3 Stunden zum Marinieren. 3 Stunden sind jetzt vergangen. Die Hähnchen konnten ein wenig drinnen marinieren in der Marinade.
und wandern jetzt ins 75 Grad heiße Wasser. Warum 75 Grad? Ganz einfach, da sind die Salmonellen tot, wenn das lange genug jetzt drin bleibt. Wenn es überhaupt Salmonellen gehabt hat oder haben könnte oder sich entwickeln könnten. Also wie gesagt, bei 75 Grad passiert da nicht viel, gar nichts. Dann beschweren wir das Ganze noch ein bisschen, dass die Sache schön unten bleibt, wofür die Topfhalter alle gut sind. Jetzt bleibt das Hähnchen bei 75 Grad im Wasserbad und zwar etwa 4 Stunden, vielleicht auch 5. Muss man mal schauen, wie wir so mit der Zeit hinkommen. Dann kommt es raus und geht nochmal auf den Grill, aber wie gesagt, dafür haben wir noch ein bisschen Zeit. Übrigens, wer mich vorhin ja mit dem Brett hantieren hat, erzählt mit dem Holzbrett und sagt, ach du Schande, Geflügel und Salmonellen und. Kein Problem, heißes Wasser richtig spülen. Ich bin 57 Jahre mittlerweile, wann mit der Methode funktioniert. Machen wir den Deckel drauf und dann legen wir sie erst einmal entspannt zurück. Übrigens, das ist der Ingbert, so wie jetzt Stab. 4 Stunden bei 75 Grad liegen die Hähnchenteile jetzt, also die beiden Hähnchenhälften, im Wasserbad. Die sind durchgegart auf alle Fälle, da gibt es gar nichts und da ist auch nichts mit Salmonellen. Und vor allen Dingen sind sie gleichmäßig durchgegart, egal ob Schenkel, ob Flügel oder was weiß ich was. 75 Grad sind 75 Grad, mehr wird es nicht und mehr geht auch nicht. Aber wir brauchen natürlich jetzt ein bisschen Farbe an der ganzen Geschichte und deswegen gehen wir zu unserem nächsten Schritt. Und da habe ich mal die Kugel vorbereitet. Einen Anzündkamin dazu, gefüllt mit Holzkohle. Wir brauchen Temperatur, aber nicht großartig an Zeit. Deswegen wird die Holzkohle da die bevorzugte Wahl sein, um die Sache zu befeuern. Klingt fast ein wenig geschwollen, ist aber so. So, ein bisschen Holzwolle angezündet, den Kamin drüber und jetzt lassen wir das Ganze mal durchglühen. Das Schöne bei der Art der Zubereitung, die wir heute machen, ist, dass wir einfach viel Zeit zwischendrin haben. Da kannst du ein bisschen hinlegen, du kannst ein Bier trinken, du kannst Computer spielen und kriegst am Schluss vom Tag ein leckeres Essen mit wenig Aufwand. So, die Kohle ist fast zu weit. Ich sehe das Rote schon unter der schwarzen Schicht. Ich verteile das jetzt mal in die 2 Kohlekörbe. Also, einmal hier. Jawohl, ja. Und dann stellen wir das Ganze mal schön so zusammen, dass wir eine große Fläche in direkte Zone bekommen. Grillrost drauf. Und den Deckel. Das Ganze lassen wir jetzt auf 250, 260, 70 Grad, je nachdem wie wir es kriegen, lassen wir das jetzt mal hochheizen. So, die Kugel ist gleich soweit. Temperatur haben wir drauf. Wir nehmen jetzt unsere Hähnchen aus dem Wasserbad. Wie gesagt, jetzt sind es knapp 5 Stunden bei 75 Grad. Und das Ingbert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine klasse Geschichte. Ich mache hier unbezahlte Werbung. Aber das hat wirklich die ganze Zeit die Temperatur aufs Grad gehalten, nach Anzeige. Ich habe es nicht nachgemessen, aber ich gehe mal davon aus, dass es passt. So, umgebettet in die Ikea-Schale und da werde ich jetzt die Hähnchen gleich reingeben. Schneiden wir mal unsere Beutel auf. Oh, der Duft ist richtig klasse. Also jetzt ungelogen. Sensationeller Duft bei der ganzen Geschichte. Was noch nichts über den Geschmack sagt. Aber das findet man sicher bald raus. Schaut sensationell gut aus, natürlich noch nicht knusprig, das kriegen wir jetzt gleich. Die Flüssigkeit könnte man theoretisch noch verwenden, eine richtig schöne Soße zu ziehen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, da haben wir jetzt nicht drauf vorbereitet. Also lassen wir es, das ist ja wie gesagt eine Experimentalgeschichte. Das Ganze gehen wir jetzt auf den Grill. Wir sind aktuell bei 225 Grad laut dem Deckelthermometer. Steigt natürlich noch ein bisschen, aber das passt schon, um aufzulegen. Jetzt gebe ich unsere 2 Hälften in die indirekte Zone. Jawohl, ja. Und jetzt holen wir uns ein bisschen Farbe ans Hähnchen. Ich will ab und zu mal reinschauen, das Teil ein bisschen drehen und ja, ich schaue für euch auf die Uhr, wie lange das jetzt noch dauert. Deckel drauf. So, nach 10 Minuten aber das Ganze schon mal ein bisschen drehen. Also ihr seht ja, Farbe bekommt die Sache. Das wird schon.
15 Minuten. Jawohl, das ist auf dem richtigen Weg. Das sieht schon mal gut aus. Das Teil ist ein bisschen kleiner, das ist ein bisschen größer. Hier habe ich, glaube ich, anscheinend mehr Hitze als wie hier. Ich tausche das einfach mal ein bisschen. Also einmal weg. Einmal hin. Einmal her. Also ich muss immer wieder sagen, oder ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Duft echt sensationell. Deckel drauf, ein paar Minuten gehen wir noch. 25 Minuten hat es jetzt gedauert und das Ganze sieht so aus. Wir haben es bei durchschnittlich, ja, ich sage mal 240, 250 Grad drinnen gehabt, die Hähnchenteile. Die schauen jetzt so aus. Und da bin ich super zufrieden. Die kommen jetzt runter und ja, ich muss es dann wohl versuchen. So, da sind sie, unsere beiden Prachtstücke. So, dann drehen wir sie einfach mal ein Stück her, um was abzuschneiden. Einfach mal so ein Stück wegschneiden, das ist butterweich. Ach, wegschneiden, Quatsch, wegrupfen. Das geht weg wie Pulled Chicken. So, jetzt müssen wir das Ganze mal natürlich mal probieren. Saftig ohne Ende. Diese Tomaten, durch das Tomatenmark kommt richtig gut raus. Toll, fällt mir richtig gut. Sensationell. Okay, wir haben natürlich viel Zeit investiert. Wir haben das Fleisch marinieren lassen, 3 Stunden lang. Wir haben es 5 Stunden insgesamt im Wasserbad gehabt bei 75 Grad. Und wir haben es im Grill gehabt für 25 Minuten. Das ist natürlich viel Zeit für ein Hähnchen. Normalerweise auf der Rotisserie 1 Stunde, 1,5. Aber macht es den Unterschied aus? Ich glaube ja. Ihr müsst euch das in etwa so vorstellen, wie wenn ihr so eine Sterneküche besucht. Da geht er einmal hin, da geht er zweimal hin, findet es toll, ist es super. Und ansonsten macht er das, was er sonst gewohnt seid, sprich in dem Fall auf der Rotisserie, würde ich auch machen. Das war ein ganz tolles Experiment und es zeigt mir wirklich, Sous Vide Garn, das hat schon was. Also ich muss mal viel Zeit mitbringen, aber es ist Sonntag, ich hatte Zeit und habe das jetzt gemacht. Und vor mir liegt jetzt wirklich ein ganz tolles Hähnchen, was vor allen Dingen in allen Bereichen, egal ob das jetzt der Schenkel wäre oder der Flügel wäre oder die Brust wäre, gleich gegart. Da ist nichts rosa dabei oder wie auch immer. Finde ich toll. Ja, ich hoffe ihr auch. Und wenn ja, dann gebt dann vielleicht einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare dazu, würde mich natürlich interessiert, was ihr dazu meint. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da kommt das Logo von Barbecue aus Franken, da klickt ihr bitte drauf und dann seid ihr dabei bei Barbecue aus Franken. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum Rezept und ich schaue jetzt, dass ihr das ganz schnell da reinbringt, dass wir uns Abendessen haben. Auf dem Weg dahin. Noch ein Stückchen. Bis nächste Woche. Tschüss.